Jo, hallo und willkommen zurück. Yes! So, und wir hatten ja so ziemlich am Anfang irgendwo so einen Frosch im Teich gesehen. Und ich weiß auch gar nicht, ob wir den einfangen müssen oder nicht, aber ich glaube, das müssen wir mal versuchen. Und wir brauchen noch Regenbogenwasser, wir brauchen noch diesen blöden Ring. Das sind ja die drei Zutaten. Ja. Weil Regenbogenluft glaube ich nicht, weil hier ist ja der Regenbogen. Guck mal. Und da ist der See. Können wir, warte mal eben, können wir denn vielleicht schon, wir haben doch noch einen Becher irgendwo. Ja. Oder nicht? Geht das? Ich werde etwas Wasser holen. Voller Wasser aus Ich dem habe See. jetzt Man hört dich gerade kaum wieder. So, jetzt Jetzt? ist es wieder besser. So. Regenbogenwasser, ja! Ah, toll, wir haben es geschafft. Gut, und jetzt würde ich gerne diesen Frosch fangen. Aber wenn ich den nehme, okay, ich glaube, das ist dann etwas diffiziler. Wie fangen wir Frösche? Mit Fliegen, ne? Ja. Und wir haben doch Ja. eine Fliege. Ja. Und hier ist ein Loch. Ich glaube aber, das nützt nichts, wenn ich einfach nur die Fliege da rein tue. Warte mal, was haben wir denn noch? Wir haben die Fliege. Hey, wir haben auch noch dieses klebrige Harz. So, ha, da bebt die Fliege im Harz. Und wenn wir die jetzt noch in den. Wir haben doch noch diesen Sack hier. Ja, schau mal, eine Falle. Cool. Ja! Das ist eine großartige Idee. Ich werde die Falle aufstellen. Hoffentlich funktioniert Ja, das hoffen wir auch. sie. Und Einige Zeit später. Ich Ich muss vorsichtig sein. Ich will nicht, dass er wieder entkommt. Okay. Und haben wir den jetzt? Ja, auch wie süß, ein Fröschchen. Gut. So, und dann brauchen wir natürlich noch den Ring. Wo finden wir denn Ja. den Ring? Ich habe da so eine Idee. Wir waren doch mal an so einem Astloch. Und da konnten wir nichts machen, aber vielleicht geht jetzt was. Das ist ja oft so, ne? Das war ja in Monkey Island ähnlich. Das ist eigentlich in allen Adventure-Games so. Du kommst irgendwo hin und nichts geht. Und dann kommst du später und guck mal, was da sitzt. Eine Elster mit einem Ring im Schnabel. Hallo, kann ich dich etwas fragen? Willst nicht mit mir sprechen? Das scheint nicht zu klappen. Was hast du denn da in deinem Schnabel? Eine Art Ring? Könntest du mir antworten? Ich habe gehört, dass Elster wunderschöne Stimmen haben. Würdest du mir etwas vorsingen? Solche Flockentricks klappen nur in Fabeln. Hihihi. Ich bin froh, dass ich dich erheitern konnte und ich bin auch froh, dass du endlich anfängst, mit mir zu sprechen. Ach, bin ich glücklich. Ja, und ich erst. Ja, da liegst du falsch. Unser Gespräch ist beendet. Quack, quack. Oder ne, quack, quack ist ein Frosch, ist egal. Also ich glaube, mich noch erinnern zu können, dass wir irgendwas in dieses Astloch stecken müssen. So, ja. Den Zauberstab. Zauber. Den Zauberstab? Nee, der. Nee, du, irgendwas Glänzendes. Was haben wir denn? Was Glänzendes? Das höchstens das Amulett. Oh. Oh, oh. Okay, aber wir können es ja dann mal versuchen. Hoffentlich geht das gut. Ich werde versuchen, die Elfen mit meinem Amulett anzulocken.
Das ist ganz schön riskant. Aber allerdings, weil wenn sie das jetzt nämlich verliert... Ja, sie scheint kein Unkraut. Oh Mann, warum denn das jetzt nicht? Ich nehme mein Amulett wieder. Ich will es nicht zurücklassen. Ja, schlaue Entscheidung. Etwas Glitzerndes, aber glitzert das nicht genug? Sag doch einen Glitzerstab. Nein, das ist keine gute Idee. lass das grüne Amulett. Also mir fällt höchstens noch ein, dass wir das, hoppla, Quatsch, dass wir das im Wasserfall waschen könnten, damit es etwas mehr Glanz erhält. Ach so. Oder? Also ich hoffe, dass das klappt. Das ist natürlich riskant, aber wir versuchen. Weil, du, was anderes fällt mir jetzt auch echt gerade nicht ein. Ja! Wasser halten. Vielleicht gibt es dann mehr. Ah, hätte ich nicht gedacht. Oh, nein. Oh, ich hab so Wasser fallen Linda, lassen. Du Dusselnuss. Und das Wasser ist zu tief hier. Ich kann das Amulett nicht selbst herausfischen. Aber die Störche. Komm, lass uns noch mal mit denen reden. Komm, die müssen uns helfen. Könnt ihr mir helfen, das Amulett herauszufischen? Ich kann mich nicht selbst kümmern. Das Wasser ist zu tief. Seid flipflop, Jürgen. Ich könnte euch etwas bringen. Flipflop. Auch wenn ich das nicht verstanden habe, weiß ich sehr gut, dass diese Störche gerne. Ja, Frösche. Oh, oh. Oh, fies, aber ich fürchte. Ja. Ich soll die den Störchen geben. Die Frosch oder was? Aber sie tut mir so leid. Und die beiden machen mich da nett zu nee. Mir. Ich möchte nicht, dass sie wegen meiner Ungeschicklichkeit ihr Leben verlieren. Und ich habe es mir anders überlegt. Hä? Und jetzt? Ich werde sie freilassen. Vielleicht ist es aber die Froschkönigin und holt uns das Amulett zurück. Hoffentlich. Bitte, 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 komm. Lieb wohl, kleine Frösche. Oh, die sind alle solche weiblichen. Das ist schon mal was aufgefallen. Ja, ja, absolut. Was steht jetzt? Sie hat nur mein Amulett zurückgebracht. Oh, so eine nette Fröschin. Komm, das nehmen wir sofort mit. Und es glitzert und glänzt. Schauen wir uns mal an. Wo ist es? Hier. Schön. Ja, ne, die meisten sind ja immer eine Kuh, komischerweise. Frosch, Kuckuckin, die Schwester. Ja, alle, sind alle weiblich. Also ich glaube, das Spiel ist von Frauen entwickelt worden, ja. Sonst, oder die Übersetzerinnen waren, die deutschen Übersetzerinnen waren auch weiblich, ja. Alle. So, jetzt. Ja. Versuchen wir es nochmal. Aber wer, wie ist denn das Amulett los? Dann bin ich stinkig. Oh! Oh! Wie gemein! Oh, wie gemein! Oh, wie fies! Ich darf nicht vergessen, dass nee. Ich will auch noch mal... Obla, Quatsch. Ich will auch noch mal zur Waldfee, weil ich will die noch mal was fragen, weil vielleicht hat die noch eine Idee zu diesem Papier... Und vielleicht können wir ihr dann auch gleich den Zauberstab zurückgeben, weil der war ja nur ausgeliehen. Ja, genau. Aber wir schleppen mal immer noch dieses Papier mit uns rum. Und ich habe null Plan, was das ist, dieses leere Blatt Papier. Komm, da gehen wir sie jetzt mal nach Fragen. Ah, Quatsch. Ich bin das gerade noch von einem anderen Adventure so gewöhnt. Hier, guck mal, Fee. Sieht her, ich habe diesen in einer Kiste im Zwergerhaus. Oh, ein leeres Blatt Papier, wie merkwürdig. Ja, ich konnte es auch mal sehen. Warum würde Zwerge ein leeres Blatt Papier in einer Kiste verstecken? Ja, in der Tat. Warum? Vielleicht ist es verzaubert. Also sie jetzt aber nicht, sie die Papier doch nicht. Vielleicht ist es doch nur ein leeres Blatt. Wir wissen es nicht. Vielleicht. Okay. Ja, gut. Können wir ihr denn jetzt... Warte mal eben, ich wollte eigentlich den Zauberstab zurückgeben.
Aha, den werde ich noch behalten. Gut, dann nicht. Okay. Aber jetzt haben wir ja, eigentlich haben wir jetzt alle drei Sachen, die wir brauchen. Wir haben den Ring, wir haben das Regenbogenwasser und wir haben diesen Pilz. Also wir sind zu alten Hexen. Würde ich mal meinen, ne? Zu dieser alten Mistgelaufen. Ja, die ist ja nun echt schrecklich drauf. Die Frösche sind echt viel, die Frösche, die Störche sind echt gemein. Flipflap, flipflap. Flipflap, flipflap, flipflap. Wo war die denn? Hier unten irgendwo, ne? Ja. Guck mal, die arme Elster liegt da immer noch rum. Oh Gott. Mir tut mir jetzt auch leid. Ganz brutal. Aber wirklich, Gott. Der Frosch hat sie auch freigelassen. Ja. So, komm, wir gucken nochmal bei Ambra rein und schauen mal, ob da irgendwas geht. Huch. Was geht denn noch vor? Zuerst verschwindet Zelda und nun auch noch Ambra. Das gefällt mir alles ganz und gar nicht. Ich muss das noch auf den Grund gehen. Aber vielleicht bereiten wir uns erstmal einen Zaubertrank vor. Komm, jetzt können wir ja in diesem Buch rumlesen. Ah, scheint ein Rezeptbuch für verschiedene Tränke zu sein. Können wir das nehmen? Oh, darin ist eine Liste genau der Dinge, die ich Ambra bringen sollte. Der Zauber, für welchen die Zutaten sind, lässt eine Person erscheinen, die ich sehen möchte. Ah. Mhm. Okay. Und steht da noch mehr drin? Nee. Nee. Hm. Und hier noch eins. Und hier bin ich. Da steht nichts mehr drin. Die Liste, die ich sehen möchte. Ha? Okay. Ah, weißt du was? Vielleicht müssen wir mit dem reden. Mit dem anderen mussten wir doch auch reden. Er spricht nicht. Okay. Ich bin am Überlegen. Das möchte ich dann aber gerade mal abspeichern. Und zwar als Folge. Wie viel ist das jetzt? 6, ne? Ja. Ja. So. Weil ich weiß nicht, was passiert, wenn ich diese Sachen da alle reinschmeiße. Kaboom. Mal gucken. Jetzt sieht man, dieser Kessel entstanden. Ja. Man kann es nicht in der Hand halten. Jeder braucht es zu nehmen. Farben des Himmels. Genau, Regenbogenwasser. Natürlich Regen. Genau. Da dampft es aber schon kräftig. Dann schmeißen wir vielleicht mal den Hoppla, den Ring da rein. Die Eltern, die Kuppel begeben und sie wollen den Ring eindeutig nicht freiwillig hergeben. Okay. Und jetzt noch den Pilz. Ja, Satanspilz. Wenn er roh ist, kann er nicht das Leben kosten, aber für manche Seelen kann er gekocht eine echte Leckerei sein. Ja. So, das ist alles. Ich möchte wissen, wo Ambra ist. Und was passiert jetzt? Oh. Schein. Oh oh. Ah! Wir haben es doch geahnt, dass das eine fiese Kuh ist hier. Boah. Scheiße. Was passiert? Ah, nee, oder? Oh nein! Du nutzloser Igel, ich habe dich ausgeschickt, um Träger in ihrem Wein zu überwachen. Und was machst du? Du Vollhonk und mir ihr Amulett zu bringen. Und du, was tust du? Du lässt sie verschwinden. Du bist da so ein Trottel.
ist einfach völlig unfähig zur Strafe, werde ich dich in eine Kirchenschale verwandeln. Weißt du was, der erinnert mich? Der erinnert mich an Lago und Guybrush. Schack, ne? Ja. Nicht wieder in eine Kirchenschale, hab Gnade, mein Herr. Steh auf, du elendes Wesen, ich hasse es, wenn du auf dem Boden herumkriechst. Ich verspreche mich zu besseln, nur bitte verwandelt mich nicht in eine Küchenschabe. Gib mir noch eine Chance, mein Herr. Du hattest schon genug Chancen, aber um dir zu zeigen, dass ich Zar Kiran, der Erste, künftiger Herrscher über Neron Gnade habe, werde ich dir noch eine letzte Chance geben. Oh, oh Gott. Du wirst dem Mädchen folgen und herausfinden, ob Twelga ihr das Amulett gegeben hat, bevor sie verschwunden ist. In der Zwischenzeit werde ich nach Twelga suchen, weil du versagt hast. Aber mein Herr, das Mädchen könnte überall sein. Wie soll ich die denn noch finden? Du bist so nutzlos, als Isaac könntest du mir bessere Dienste leisten. Hör auf, zwei hier noch. In dem Brief steht klar und deutlich, dass sie zu Twelga rangehen soll, also begib dich auch dorthin und finde sie. Oh Gott. Ja, und wenn sie das Amulett hat, dann nimm es ihr ab. Ich warne dich, ich komme hier ja nicht mit schlechten Nachrichten zurück. Ich habe wieder was weggeklickt. Sorry. Jawohl, ja. Oh mein Gott. Na, das ist ja furchtbar. Sie haben mich getäuscht, das war nicht wirklich anders. Also das hätten wir dir eigentlich gleich sagen können. Zeulan und Zag, Piran. Dann hätte Twelga also recht. Ich soll von jetzt an Forstschüler sein. Der Wald ist nicht mehr Fischer. Nee. Ich muss schnell zu Zweiran in Gatmoor gelangen. Hoffentlich weiß Zweiran, was als nächstes zu tun ist. Ja, und jetzt krallen wir uns erstmal diesen Besen. Ich werde hier nicht spielen. So weit kommt's hier noch, doch. Okay, und weißt du, was wir noch tun in dieser Folge? Weil wir haben ja keine Ahnung, wie man mit einem Besen fliegt. Ah, Mädchen, da waren noch Bücher. Ja, wir haben doch noch dieses offene Zauberbuch in unserer Wohnung. Und das machen wir jetzt einfach noch. Wir gönnen uns einfach eine längere Folge. Weil ich glaube, da die arme Elster, die tut mir so leid. Ehrlich, die tut mir sowas von leid. Und die Schnecke finde ich auch total süß. Ja, ein Wunder, dass sie mit der nicht geredet hat. Ja, das ging nicht. Die konnte ich gar nicht anklicken, ja? Leider. Schnecke. Sehr schade. Wo gehst du denn jetzt nach Hause? Hier. Genau, das machen wir jetzt noch. Bist du eine Quarkschnecke? Das ist eine Schneckschnecke. Und der hat auch nie was gesagt hier, oder? Sagt der jetzt mal was. Schwächte. Hallo Spechtin, mein Name ist Linda. Nö, der will auch nicht mit uns reden. Okay, dann lass uns schnell nach Hause und mal mit diesem Buch sprechen. Und vielleicht haben wir ja Glück, weil wir haben doch diesen Besen jetzt, der ja was ganz Besonderes ist. Komm, wir sappeln mit dem Buch. Zauberbuch, musst du mir helfen. Sprich, Linda. Ich muss nach zwei Wochen gelangen. Ich kann sehen, dass du den magischen Besen besitzt. Ich zeige dir einen Zauber, der dir helfen wird. Oh, das ist ja toll. Und beeile dich, Linda, uns läuft die Zeit davon. Ja. Ich fliege so schnell ich kann. Und was passiert? Und? Oh. Vielen Dank. Ich hoffe nur, dass der Zauber funktioniert. Gott, fliegt die jetzt einfach noch ab? Na, ist egal. Ich gehe jetzt erstmal mal ab. Ich habe den Zauber ausgenommen. Zuerst sollte ich mich von Imanabi verabschieden und in den Zauberstab bringen. Ah, ja. Ja, warum hast du das denn nicht gleich gemacht? Als wir da waren. Okay. Ich bin gekommen, um euch auf den Zauberstab zurückzubringen. Ich brauche ihn nicht mehr. Vielen Dank. Hat mir sehr viel Freude bereitet. Ich bin froh, dass ich dir helfen konnte. Was wirst du nun tun?
Ich versuche nach Katmur zu gelangen. Viele Dinge sind geschehen. Alles geht etwas über meinen Horizont. Selbst dieser Wald ist nicht mehr sicher. Ich sollte dir besser vorsichtig sein. Ich mache mir keine Sorgen um mich selbst, Linda. Ich wünsche dir viel Glück auf deiner Reise. Ich hoffe, wir werden uns wiedersehen. Ja, das wissen wir natürlich nicht. Ja, da kannst du dir noch einen Zauberstab ausleihen. gib Acht auf euch, ich werde mein Bestes tun. Nun dann, steht mir mal ein wenig Schmecken ein. Oh mein Gott, das ist ja gar kein Ende. Zauberbesen, bring mich in die Stadt Katmur, in der zwei reinlebt. Wow, okay, auch eine Art Zauberstab. Einige Zeit später. Nun werde ich nur in Gartner sein. Aber sie sagt schon, es ist nicht. Ah, die Elster. Ach du Scheiße. Nein. Oh, wie fies. Na, die hat sich jetzt aber gut gerecht. Aua. Stunden später und eine Überlängenfolge später. Oh nein! Oh, wo bin ich? Mein ganzer Körper tut mir weh nach dem Fall. Vielleicht hat mir das Amulett geholfen. Du bist wieder ganz leise. Ich muss mir geholfen haben, ansonsten wäre ich jetzt sicher tot. Oh je, na da sind wir aber froh. Der Zauberwesen hat es nicht geschafft. Er ist kaputt. Ich muss von hier an wieder zu Fuß weiterreisen. Ja. Oh. Ich werde mich mal umschauen, um herauszufinden, wo ich gelandet bin. Ja, ihr Lieben, aber das machen wir eindeutig erst in der nächsten Folge. Ne? Das hat ja hier schon echt Überlänge, macht aber nichts. Hoffe, es hat euch trotzdem bis hierher Spaß gemacht. Und wie das weitergeht und was wir in Gatmore alles erfahren und einsammeln werden und wen wir da alles treffen, das seht ihr ab der nächsten Folge. Bis dann, bleibt dran. Ciao.